herzlich willkommen zurück zu Let's Play Feuerwehr 2014 mit mir Sachsen-Let's Player weiterhin im freien Spiel und da die Folge heute frischer als frisch ist, ja, sie ist noch richtig heiß, ist sie, machen wir heute dann dementsprechend euren Wunsch, und zwar Florian 1, den haben wir zwar auch in der Kampagne einmal gespielt, so, aber okay. Mal eben schnell ein paar Worte zur heutigen Schichteinteilung. Jawohl. Denn ich hätte nämlich jetzt gern Florian 1. Dir teile ich heute den Einsatzleitwagen Florian 1 zu. Sorge bitte dafür, dass das Fahrzeug jederzeit betankt und voll einsatzbereit ist. Mhm. Vom äußeren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut in Schuss aus. Mhm. Ich hoffe, dass dies auch für seine Funktionalität gilt. Ich hoffe das doch auch. So, das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit. Und passt auf euch auf. Aber man kann dort irgendwie mit F3 und F4 und da irgendwie Verstärkung rufen. Und das habe ich halt damals im Spiel nicht gerafft. Ja, dann werden wir das heute einfach mal im freien Spiel machen. Erstmal gucken, ob die Karre überhaupt hier funkt. Rube geht schon mal. Morgen. Und da geht der Blinker nicht, würde ich mal behaupten. Morgen. Morgen. Alles senkrecht? Alles senkrecht. So hinten gehen die Blinker schon mal, ne? Ja, gleich mal hier den Schraubenschlüssel holen müssen. Der Sport könnte uns jetzt gerade mal auch noch nicht schaden. So, weil die größte Energie haben wir definitiv nicht. Oh. Da wird er hier so langsam rumlümmeln. So. Schauen wir noch, was der Reifendruck so macht. Und sehr schön. Guten Morgen, so. Morgen. Tank haut soweit oben. Da bin ich auch mal gespannt. Wo mit dir? Lügen, so. Hallo. Moin. Moin. Keine Absicht. Nö, das glaube ich dir. Hallo, moin, moin. Also jetzt erstmal auf den Kaffee hoch. Wie geht's? Ja, ganz gut, danke dir. Morgen. Morgen. Erstmal ein bisschen trainieren, dann Kaffee. Und bitteschön. Nochmal die 10 Klimmzüge, beziehungsweise. Das 10-mal hochheben. Und dann kann es auch schon weitergehen. Ach, nee. Ich bin mal gespannt, weil man wird ja eigentlich mit so einem kleinen Wagen immer plötzlich irgendwelchen Pupsbränden gerufen. Und da ist ja eigentlich Verstärkung auch nicht großartig notwendig. Müssen einfach mal abwarten. Wie sich das so verhält. Mensch, das Bild ist schief. Hallo. Hallo. Morgen. Hallo, hätte gern Kaffee. Und ein Stückchen was zu essen. Ja, machst du das auch ordentlich? Keine Absicht. Ja, ist in Ordnung, meine Hübsche. Ist in Ordnung. Was gibt's hier noch Schönes? Ja, hier gibt's auch schönes Fleisch. Fleisch und was gibt's hier? Aber kein Einsatz, es ist schon wieder 10 Uhr morgens, das gibt's eigentlich gar nicht. Pass doch auf, wo du hinläufst! Ist doch in Ordnung! Hallo! Morgen! Einsatzbefehl, Florian 1. Das hört sich nicht gut an. Aus Kunstdorf kam eine Alarmierung rein. Yep. Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gemeldet. Begib dich schnellstmöglich dorthin. Hallo. Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein, so kümmere dich unverzüglich darum. Viel Glück. Florian 1 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Ja, da bin ich ja ganz alleine. Gar keine nervigen Stimmen.
Da bin ich jetzt ja mal gespannt, wie das so funktioniert mit F3 und F4 und schieß mich da jetzt. Aber erstmal müssen wir vor Ort ankommen. Ich denke mal, wir werden so wieder hier bestimmt um die 6 Einsätze bekommen, weil es halt nur so klein ist. Gehe ich mal stark davon aus. Was? Das Feuer hat sich von selbst gelöscht. Auch nicht verkehrt. Gut, hat sich das schon erledigt? Habe ich schon gewundert, was er jetzt von mir wollte. Doppel gequatscht. Zack. Okay, dann war das unser erstes Feuer. Gefällt mir. Ja, da hat irgendwas natürlich nicht hin. Außer es war wirklich so schwach, dass es von Alena ausgegangen ist, das kann natürlich sein. Sollte aber in der Regel nicht passieren. Na gut, was sollen wir machen? Zu mehr Zeit haben wir auf unserer Wache. Florian 1 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Mahlzeit. So. Hoppala. Entschuldige. Wie geht's? Ja, ist in Ordnung, Mensch. Ich hätte trotzdem noch gerne was zu trinken. Einsatzbefehl für Florian 1. Entschuldige. Aus dem Gewerbegebiet kam eine Alarmierung rein. Oder auch nicht. Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gemeldet. Begib dich schnellstmöglich dorthin. Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein, so kümmere dich unverzüglich darum. Viel Glück. Florian 1 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Bin ich ja mal gespannt, ob es jetzt funkt. Bin ich jetzt wirklich mal gespannt, aber jetzt müsste es eigentlich gehen. In der Waschhalle findest du einen Hochdruckreiniger. Stimmt, haben wir bis jetzt auch eigentlich bloß immer gebraucht. Leider Gottes. Wow, wo ist denn hier? Aber hier muss ich komplett hinten raus. Haben wir nicht verkehrt. Ganz schlauer Verkehr, ja. Müssen wir ins Gebiet rein, wo wir unsere letzte Mission damals gemacht haben. Wisst ihr noch, damals am Samstag. Ziemlich hart gebremst.
Florian 1 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Jetzt kann ich mit 3 und 4? Wir haben hier eine verletzte Person. Ich benötige dringend den Notarzt und den RTW. Habe verstanden. Schicke umgehend Unterstützung. Der Brand droht außer Kontrolle zu geraten. Ich benötige dringend weitere Einsatzkräfte. Habe verstanden. Schicke umgehend Unterstützung. Oh, okay. So funktioniert das also. Der fitteste bin ich nicht, deswegen kann ich nicht so schnell ran. Denn ich bräuchte anscheinend eine Axt, wie das aussieht. Weil ich sehe hier noch nichts brennen. So seht ich auch was? Ne. Ich meine, wenn die Unterstützung dann hier eintrudelt. Ich nehme mir schon mal zur Sicherheit selbst einen Dings. Einen Feuerleger. Ah, da ist gerade was explodiert. Problem anscheinend die Verstärkung. Ja, da drin halt. Problem ist nur, die Verstärkung hängt da vorne, die kommt nicht hierher. Das ist relativ suboptimal. Florian 1 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. Gut, gerufen haben wir sie, die kommt halt bloß nicht ganz hierher gefahren, das ist ein bisschen suboptimal. Achso, ich hätte hier sogar eine Axt gehabt, okay. War nicht verkehrt. Ne, gucken wir mal, ob sie beim nächsten Einsatzpunkt. Hier stehen sie. Ja. Hätten sie noch ein paar Meter ranfahren müssen. Nee. Die Kollegen. Denken auch, man hat nichts zu tun. Aber da haben nichts zu tun. Und rum mit dir. Das Rot haben wir einfach mal übersehen. Dann machen wir schon wieder zurück zur Feuerwache. Spätestens dann, wenn wir da sind, kommen sowieso der nächste Einsatz. Nein. Und dann sehen wir einfach mal weiter. Wie gesagt, mehr als solche Brände kriegen wir ja leider eh nicht. Und Florian 1, das ist halt der Nachteil. Es könnten sich ja selbst größere Brände entwickeln. Wäre eigentlich mal gar nicht so verkehrt. Dass man gleich Verstärkung rufen muss, aber. Es ist auch schon wieder 18 Uhr in Game. So, bitte holy moly. Klingt nach links und biegt rechts ab. Gibt's gar nicht sowas. Florian 1 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Hallo, diese, da sind wir schon wieder draußen, da wird man schon wieder von den Kollegen gerufen. Also das ist. Mir geht's gut, danke. Alles senkrecht. Ja. Alles senkrecht. Ich hätte schon gern noch einen Kaffee. Wo
ist ja wenigstens das sogar ein Sommer. Schön, wer die ganzen Bilder immer wieder hier aufhängt. Ist wirklich ein netter Kollege, muss man lassen. Einsatzbefehl für Florian 1. Ja, das war's mit dem Kaffee. Autobahn kam eine Alarmierung rein. Aber wohin Kaffee nimmst du noch? Eine leichte Rauchentwicklung gemeldet. Begib dich schnellstmöglich dorthin. Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein. Pass doch auf, wo du hinläufst. Passt auf euch auf. Florian 1 an Leitstand. Melde, Einsatz angenommen. Aber das seht ihr erst im nächsten Part. Deswegen danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische. Bis dann, haut rein. Tschüss.